So, ihr Lieben, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout 76 mit einer neuen Quest, und zwar die Bruderschaftsquest Vertrauen ist gut. Hier im Hintergrund haben wir den guten alten Russell, den habe ich gerade eben schon angesprochen gehabt. Der empfängt uns hier herzlich und erzählt uns, dass wir hinein sollen und mit Ritter Shin sprechen sollen. Der kümmert sich halt um die ganzen Anwärter. Mir ist natürlich wieder der Server abgekackt, wie man es natürlich kennt. Und deswegen kann ich diesen Schritt hier mit euch jetzt nicht nochmal machen. Wir haben ihn hier ganz normal angesprochen. Er hat uns halt ganz nett empfangen, hat uns gesagt, wir sollen halt mit denen sprechen. Und das machen wir direkt auch. So, wir sind dann hier jetzt drinne im Fort Atlas, und da mussten wir auch noch ein Stück weiterlaufen. Zeige ich euch dann gleich. Und der gute alte Shin, ich glaube Ritter Shin, genau Ritter Shin war das, hat mit einem Paladin gesprochen. Eine kurze Minute war das, haben sich über irgendwas unterhalten, und da mussten wir kurz warten und zuhören. Und jetzt sind wir halt da, wo wir jetzt sind. Mit dem Questschritt, sprich mit Ritter Shin. Genau, der ist jetzt hier in den Raum drinne, da sprechen wir ihn jetzt an. Da ist mir der Server abgekackt. Der Paladin ist jetzt hier durch diese Tür durchgegangen. Nachdem sie durch gewesen ist, ist eine Dame gewesen, ist die Tür gleich zu. Also auf jeden Fall hier drinne, hier hinter diesem Tor, ist very, very top secret anscheinend. Ja, wir legen los. Wir werden mal gucken, was Ritter Chin zu erzählen hat. Hier ist Ich er, der bin hier Gute. nicht der Empfangschef. Ist mir Auf egal. mich. Wenn du etwas von der Bruderschaft willst, dann stell dich an. Ich habe jetzt gerade keine Zeit für dich. Du stehst doch hier nur blöde rum. Was hast du denn? Was bist du denn so böse? Hat er das? Anwärter Dorsey soll am Eingang Wache stehen. Er ist nicht mein Sekretär. Dorsey dachte, dass ich vielleicht helfen kann. Anwärter Dorsey ist zu vertrauensselig, doch sein Eifer ist nicht fehl am Platz. Vielleicht hat er dein Potenzial erkannt. Bist du ein Aspirant für unseren Orden? Charisma plus 4. Es wäre mir eine große Ehre, der edlen Bruderschaft beizutreten. Meinst du das ernst? Dann hast du recht. Meinst du es sarkastisch? Dann halt dein Maul. Und zwar Bitte? pronto. Ich würde dich zu den anderen Kandidaten stecken, bis wir entscheiden, ob du würdig bist. Aber wenn du es ernst meinst, kommst du gerade recht. Du könntest etwas für mich erledigen, so hilfst du dem Orden und stellst deinen Wert als Kandidat unter Beweis. Hier in Fort Atlas tauchen viele Zivilisten mit Anfragen und Bitten für die Bruderschaft auf. Die Leute fürchten sich, verlangen etwas oder wollen, dass wir uns in ihre Streitigkeiten einmischen. Zivile Angelegenheiten sind nicht mein Gebiet. Außerdem muss ich diese Anlage sichern. Wenn du wirklich helfen willst, dann erspar mir diese Mühe. Befrage die Antragsteller und berichte mir, was sie wollen. Natürlich, kein Problem. Mach es richtig. Lass es mich nicht bereuen. Verhalte dich ordentlich. Dann ziehen wir dich für die Anwärterschaft in Erwägung. Okay, Ritter Shin, der ist auf jeden Fall nicht so gut auf uns zu Versuch nicht sprechen. in die geschützten Teile dieser Anlage einzudringen. Wir haben dich im Blick. Ja, ich mache ja, was du von mir willst. Ich möchte doch einfach nur helfen. Wo ist denn jetzt hier das Problem? Warum ist der denn so aggressiv, Mensch? So, hier ist ein Anwärter, der Sean Hockman, den werden wir mal befragen. Hoffentlich hast du was Nützliches zu sagen. Sag mal, was ist denn mit euch alle los? Ritter Shin hat mich gebeten, mit dir zu reden. Kann er nicht mal selber kommen? Beschlagnahmt er vielleicht gerade Rüstungspolitur? Okay. Bleib ruhig, Sean. Also, was hat er zu sagen? Sag mir, wo das Problem liegt. Erzähl du mir doch mehr über dich. Ich bin ein Plünderer hauptsächlich. Kann gut mit Werkzeugen umgehen, also läuft es mit dem Verwerten und Reparieren ganz okay. Wenn ich was brauche, tausche ich das, was ich finde oder repariere, mit den Leuten aus Foundation. Am liebsten habe ich aber meine Ruhe. Sag mir, wo das Problem liegt. Das Problem ist, dass ein paar dieser Bruderschaftsclowns mir mit Waffengewalt Sachen weggenommen haben. Ich bin friedliebend, und war auf keinen Fall vorbereitet darauf, dass bewaffnete Gauner das Wenige, was ich zusammenkratzen konnte, beschlagnahmen. Hab die Raider nie verstanden. Ich mag die Ruhe und brauch nicht viel. Schon gar keinen Ärger. Aber jetzt verstehe ich es. Ich bin hier, damit die Bruderschaft die Sache ins Reine bringen kann. Sonst gehe ich vielleicht nach Crater und mache es wie die,
Wenigstens tun sie nicht so, als wären sie die Guten. Ich werde ihnen sagen, was du mir erzählt hast, Sean. Versprochen, bis bald. Hey, danke. Ich brauchte nur jemanden, der mich ernst nimmt. Hoffentlich kannst du sie überzeugen. Jod, Sean Hockman, den ersten haben wir erledigt. Wir werden mal eine Treppe runtergehen, da ist noch jemand. Oh, schöner Billardtisch. Guck mal hier, sag mal hier mit den ganzen Bierflaschen hier. Der gute Tisch wird da dreckig. So, oh, die sieht mir hier aus wie eine Raiderin. Was ist denn da los? Mal, hier sind sogar die drei anderen. So, machen wir jetzt hier eine Gruppenbefragung. So, Ladies first. Tally Lang. Hey! Hey! Ja, du. Weißt du, mit wem ich hier reden muss? Also, wegen mit mir. Du siehst nicht aus wie diese Bruderschaftsrüpel. Ich bin Tally Lang. Was geht bei dir? Ritter Shin hat mich geschickt, um mit dir zu reden. Shin? Der gruselige Typ mit dem Stock im Arsch? Okay, schieß los. Ich nehme an, Ich nehme an, dass du es auf Waffen abgesehen hast. Ganz richtig. Große, tolle Waffen. Jeder hier redet von dieser Bruderschaft mit ihren Hightech-Spielzeugen. Da dachte ich mir, Tally, die Dinger brauchst du auch. Oh, natürlich zur Verteidigung. Damit ich und meine armen, unschuldigen Freunde uns vor den ganzen fiesen Typen da draußen schützen können. Ich kann nichts versprechen, werde es Ritterchen aber sagen. Ich sollte jetzt gehen. Ich kapier's schon. Versprechen kann man nichts. Na, dann leg mal los. Ich weiß nicht, hier mit ihr bin ich hier nicht ganz zufrieden. Da stimmt irgendwas nicht. Wir werden jetzt ihn mal nehmen. Art knapp. Ja. Lass dir deinen Kaffee schmecken. Ja, Tasse weg, okay. Bist du bei diesen Stahlbrüdern? Warte schon lang drauf, mit denen zu reden. So ungefähr. Ritter Shin hat mich gebeten, mit dir zu reden. Wurde ja auch Zeit. Wär schon fast an Altersschwäche gestorben. Ich bin Artnap. Weswegen hat dich dieser Ritter geschickt? Ich soll herausfinden, was du von der Bruderschaft wolltest. Ich will einen fairen Handel. Damals habe ich Geschichten über diese Stahltypen gehört. Sie zogen umher und nahmen den Leuten Sachen weg. Für die Sache, hieß es. Na, als wären sie was ganz anderes. Ich habe nicht viel und muss mir schon wegen der Raider Sorgen machen. Also ist es besser, sofort einen Handel zu machen. Meine Farm bringt nicht viel ein, aber ich habe einen Überschuss, den sie bestimmt gebrauchen können. Im Gegenzug sollen diese Stahljungs und Mädels die Raider von meiner Farm fernhalten. Angeblich sind sie ja auf unserer Seite. Ich überbringe ihnen dein Angebot, Art. Mach's gut. In Ordnung. Mehr kann ich nicht erwarten. Danke. Mach's auch gut. Guck mal er hier, wie er hier die Keule da schneidet mit seinem Messer durch. Zack und drin in den Topf. Ich dulde keine Lasche. Na gut, okay. Es verkocht sich gleich alles, sage ich jetzt mal. Zack, drin und verkocht. Schön, sein Messer ist auf jeden Fall so scharf, dass er Knochen durchkriegt. Nicht schlecht. Ja. Kann ich was für dich tun? Du bist anscheinend der Koch hier, habe ich das Gefühl. Ich bin ein Vertreter der Bruderschaft. Ich habe kein Interesse an Smalltalk mit Fremden. Ritter Shin hat mich gebeten, mit dir zu reden. Der ernste Herr in der Powerrüstung, oder? Dr. Edgar Blackburn, zu deinen Diensten. Und was wollte Ritter Shin wissen? Ich soll herausfinden, was du von der Bruderschaft wolltest. Wie ich hörte, besitzt die Bruderschaft fortschrittliche Technologie. Als Arzt und Wissenschaftler war das für mich von Interesse. Für meine Forschung brauche ich Ausrüstung und Materialien, die schwer durch Plündern oder Handeln zu beschaffen sind. Ich wollte fragen, ob eine Übereinkunft möglich wäre. Aber Ihren Aktionen nach zu urteilen, herrscht bei Ihnen derzeit noch zu viel Chaos. Beim Zustand der anderen Bittsteller gehe ich davon aus, dass Ihre Bedürfnisse meine überwiegen. Das werde ich sofort an Ritter Shin weiterleiten. Danke. Bleib gesund. Du auch. Gut, Dr. Blackburn hört sich auch ja nicht so verkehrt an. Also bis jetzt
eigentlich alle top, außer hier die junge Dame da. Die gefällt mir nicht so wirklich. Ich habe das Gefühl, dass die da. Nee, nee, da stimmt irgendwas nicht. Hast du die Aufgabe abgeschlossen? Jo, haben wir. Ich habe mit den Antragstellern gesprochen. Ich bin bereit für einen Bericht. Gut, dann schieß los. Ich habe die Personenliste. Gib mir eine grobe Übersicht. So, Dr. Blackburn braucht Vorräte für seine Forschung. Art Knapp möchte einen Teil seiner Ernte gegen den Schutz vor Raidern eintauschen. Tally Lang will Waffen von dir kaufen. Sean Hawkman wurde von Leuten ausgeraubt, die angeblich in der Bruderschaft waren. Spielt das wirklich eine Rolle? Du wolltest nicht einmal mit diesen Leuten reden. Okay, pass auf. Die Bruderschaft ist nicht die Wohlfahrt. Unsere Mission lautet nicht, Zivilisten mit Vorräten für ihre persönlichen Zwecke zu versorgen. Wir helfen dem Doktor nur, wenn er seine Forschung exklusiv der Bruderschaft zur Verfügung stellt und sie unter unserer Aufsicht geschieht. Er hat gesagt, dass andere dich offenbar mehr brauchen. Ganz ehrlich, viele Infos hat er nicht rausgerückt. Dann soll dieser Quacksalber woanders hausieren gehen. Im Ödland wimmelt es von sogenannten Wissenschaftlern oder Ärzten. So ist es meistens. Für gewöhnlich bereitet so etwas nur Ärger. Wer kommt jetzt? Art Knapp möchte einen Teil seiner Ernte gegen den Schutz vor Raidern Wir sind eintauschen. keine Söldner, die gegen Güter als Bezahlung Wache für jemanden schieben. Klingt für mich nach einem fairen Deal. Sollte man ihr nicht trotzdem helfen? Wir sind nicht die Wohlfahrt. Wenn du für jede arme Seele den Helden spielen willst, bleib lieber Zivilist. Die Bruderschaft ist ihrer Mission verpflichtet. Wir spielen hier nicht den Leibwächter. Genug davon. Wer kommt jetzt? Tally Lang will Waffen von dir kaufen. Nein, wir sind keine Waffenhändler. Sie und ihre Freunde könnten den Schutz dringend gebrauchen. Das solltest du nicht tun. Sie wirkte auf mich ziemlich unberechenbar. Ja, muss ich aber auch wirklich sagen. Das passt zu meiner eigenen Beobachtung bei Ihrer Ankunft. Dein Urteilsvermögen ist besser als gedacht. Der Nächste. Sean Hockman wurde von Leuten ausgeraubt, die angeblich in der Bruderschaft waren. Unmöglich. Das können wir nicht gewesen sein. Wichtig ist nur, dass er es glaubt. Ihr solltet ihm helfen. Willst du nicht die Leute finden, die es getan haben? Da draußen gibt es unzählige Banditen. Die Bruderschaft ist nicht dafür verantwortlich, sie einen nach dem anderen zur Strecke zu bringen. Es stört mich tatsächlich, dass jemand die Ehre der Bruderschaft auf diese Weise beschmutzt. Es ändert jedoch nichts an den Tatsachen. Mr. Hawkmans Probleme sind nicht unsere. Das wäre alles. Entgegen meiner ersten Annahme hast du bewiesen, dass du Befehle ausführen und für die Bruderschaft von Nutzen sein kannst. Verabschiede dich lieber von deiner bürgerlichen Weichheit. Ich werde deine Hilfe aber in meinem Bericht an Paladin Ramani vermerken. Wenn du dich uns anschließen willst, habe ich nichts dagegen. Ich gewähre dir vorläufig Zutritt zu unserem Gelände. Geh zu unserer Gelehrten Valdez. Willst du Paladin Ramanis Aufmerksamkeit, brauchst du ihre Hilfe. Okay, danke, das mache ich. Bleib besser wachsam. Machen wir, Ritterchen, vielen Dank. Dies ist ein Sicherheitsbüro, keine Bar. Aktiviere den Also Scanner. zurück an die Okay, Arbeit. ich glaube, wir können jetzt hier durch das Tor durch. Guck an. Jawohl, Quest abgeschlossen, Vertrauen ist gut. Und wir betreten den mysteriösen Raum, den gut beschützten Raum, hineinspaziert. Oh, wir haben den Bauplan für den runden Bruderschaftstisch bekommen. Den habe ich schon bei ganz vielen im Camp gesehen. Jetzt haben wir den endlich auch, den Bauplan. Und die nächste Quest in der Not ist freigeschaltet. Die werden wir dann auch in der nächsten Folge gleich in Angriff nehmen. Ja, bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr am Start gewesen seid. Und hoffe, dass ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Stefan. Ciao, ciao.